Hallo zusammen! Hallo! Heute ist es endlich soweit. Ich bin hier mit Lisa und wir verbringen heute den Nachmittag zusammen. Sie ist nämlich die Gewinnerin von dem Gewinnspiel, das ich gemacht habe, wo man diesen Nachmittag mit mir verbringen kann. Und das ist alles unterstützt natürlich vom Max Faktor. Bin sehr gespannt und ja, wie gesagt, ich nehme euch hier so ein bisschen mit. Und ja, Lisa legt jetzt los und ich filme so ein bisschen. Alles klar. So, es geht los. Wir nehmen natürlich als erstes den Primer, den All-Day Primer. Sie hat jetzt wirklich eine wunderschöne Haut, also wirklich keine Unreinheiten. Das Einzige ist, dass sie sehr fleckig ist, die Haut. Also dadurch, dass sie auch gerade aus dem Türkei-Urlaub kommt. hier natürlich Sommersprossen, hier noch vielleicht ein bisschen Sonnenbrand. Deswegen versuche ich das jetzt mal so die Rötungen so ein bisschen auszugleichen. Dafür nehme ich den CC Color Corrector Anti-Redness. Und als nächstes nehme ich den Skin Luminizer. Da nehmen wir die Farbe Natural bei ihr. Ich hoffe, die ist nicht zu hell, weil sie jetzt doch schön gebräunt ist. So, dann nehme ich den Concealer in der Farbe Fair. Und jetzt Puder, der Pastel Kompakt Puder in der Farbe Pastell Nummer 9. Und dann gebe ich jetzt nur so ein ganz bisschen auf die T-Zone. So, und jetzt nehme ich den Pastellkompakt Blush in der Farbe Alluring Rose als Bronzing-Ersatz und konturiere jetzt ein wenig ihr Gesicht. Wangenknochen zum Beispiel. Also eine schöne, ungewöhnliche Augenfarbe. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann, aber ihre Augen sind sehr, sehr, sehr schön. So grün und um die Pupille rum so räunlich-gelblich, also richtig schön. Und ich versuche das gleich mit dem Augen-Make-up, das noch so ein bisschen rauszukitzeln. Jetzt hätten wir das schon mal. Und jetzt nehme ich hier meinen Lieblingsblush in der Farbe Nude Mauve. Gerade wenn das hier so Lidschatten sind. So, dann nehme ich mir diesen Blush nochmal und benutze den jetzt für die Lidfalte. Ist nämlich ein sehr, sehr weißen Lidschatten in der Farbe Defiant White. Und den gebe ich jetzt nochmal in den Augenwinkel. Der Glamour kommt jetzt, dafür nehme ich jetzt diesen wunderschönen anthrazitfarbenen Lidschatten und damit werde ich jetzt das Ganze dramatisieren. Wir wollen natürlich schon verwandeln, aber immer noch Lisa erkennen. Mache ich jetzt die Augenbrauen, da nehme ich die Farbe Graubraun. Und jetzt nehme ich die Farbe Braun. Brown. Und male hier noch ein paar einzelne Härchen dabei. Sehr schön, sehr schön. So, jetzt probiere ich das mal mit dem Eyeliner. Schluck. Ich benutze den Liquid Eyeliner in Waterproof in Schwarz.
So, und zum Abschluss nehmen wir die Mascara, die False Lash Effect Mascara mit dem Mega-Bürstchen. Das ist übrigens ein Spritzgussbürstchen. Ja, habe ich gerade eben schon gesehen. Ach so, die Lip Liner sind übrigens in der Farbe Mauve Moment und Pink Petal. Genau. Wow. Wow. Danke, Lisa, dass du mitgemacht hast. Danke für den schönen Nachmittag. Danke, Max Factor, dass ihr das möglich gemacht habt. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.